Am Anfang steht eine Wetterprognose, eine ganz harmlose. Von einem Tief über Frankreich ist im Meteor am letzten Donnerstag, am 18. August, gedreht. Ein Tief, das Norbert heisst, wo wie öfters Richtung Golf von Genua zieht und feuchte Luft auf die Alpen-Nordseite führt. Norbert kommt am Freitagabend an. Eine sanfte Ankunft. Regentropfen über dem Mittelland. Nicht weiter schlimm. Am Samstag breiten sich die Niederschläge über das Berner Oberland, Innerschweiz, Prättigau und weit über das Engadin aus. Schwere, wuchtige Regen. Es schüttet wie aus Kübeln, wo die Lütschine hat, heute am Montag die immensen Wassermassen nicht mehr aufnehmen können und ist an vielen Stellen, wie auch hier in Wilderswil, über die Ufer getreten. Und zwei 800 Gelöhne. Plus gesamte Fässer, voll mit den Leckerln, alles weg. Die Gsteigbrücke ist im Mittelalter der einzige bedeutende Lütschinenübergang auf dem Weg in die Grindelwaldtäler gewesen. Die heutige hölzige Brücke, 1738 errichtet und periodisch restauriert und verstärkt, ist ein Zeugnis hochstehender Zimmermannskunst und ist sich darum besonders wert, dass man die historische Holzkonstruktion so gut wie möglich bei diesem Hochwasser schützen. Darum hat die Feuerwehr von Gsteigwiller als erstes einen Bagger vor der Brücke positioniert, um schwimmende Gegenstände, vor allem Baumstämme, abzudrücken, dass sie unten durch mögen und sich nicht verkeilen. Eine relativ kleine Stauung von Glötschine möchte die Widerlage von der Brücke nicht erleiden, und es wäre dann umso geschehen. Über Funk wird gemeldet, wie ein besonders grosser Baumstamm die Lütschinen abkommt. Eben ist die Meldung gekommen, wir müssen mit einer Flutwelle rechnen. Der untere Grindelwaldgletscher führt plötzlich weniger Wasser, was vielleicht auf einen Murgang oben rein zu führen sei, wo dort das Wasser staue, wo es dann durchbreche, eine Flutwelle erzeugt, die etwa in einer Sturm hier vorbeikomme. Bei der Strassenbrücke, die die einzige Zufahrt nach Gsteigwiller mit schweren Fahrzeugen zulässt, kommt die Lütschine schon gefährlich hoch bis unten an die Fahrbahn. Speziell auf der Seite der Kantonstrasse muss man nicht mehr viel mehr verleiden und die immensen Wassermassen mit dem vielen Schwemmholz könnten die Brücke beschädigen oder gar wegreissen.
im 99 hat man die Widerlager neu betoniert und gefestigt und die Brücke auf der Seite der Strasse um 50 cm gelöpft sowie der Damm zwischen Lötschinen und der Strasse in die Lötschinentäler erhöht. Es ist gut, dass die Verantwortlichen dann die Massnahmen, die viele nicht begriffen haben, angeordnet, sonst gäbe es jetzt eine Katastrophe. Bilder am Tag danach machen einen betroffen, wenn man sieht, was das Unwetter hier angerichtet hat. Glücklicherweise hat der Regen aufgehört und der Pegel vor Lötschinen ist ein bisschen gesunken, aber immer noch so hoch, dass es bei erneuten Niederschlägen könnte zu riskanten Situationen kommen. Mit Hochdruck wird versucht, den Damm zu flicken, und die Lötschinen vor Wilderswil aufgerissen hat.
Das Wasser von diesem Dammbruch hat Wilderswil im Gebiet von Almi, Bahnhof bis in Sidach mehr als 100 Häuser überschwemmt und Kellern mit Wasser und schwerem Schlick gefüllt. Weiter unten die Autobahn mit Geschiebe aufgefüllt und durch das ganze Bödeli bis und mit dem Bahnhof Interlaken Ost grosse Schäden angerichtet. Es ist hier glücklicherweise nur bei Sachschäden geblieben. Nicht so wie im Entlebuch, wo drei Feuerwehrmannen von einem Mauergang erfasst wurden und zwei davon tödlich verunglückt sind. Und in Brienz ist kurz nach Mitternacht der Glissibach wütend mitten durchs Dorf und reisst 8 Häuser mit. Ein 15-jähriges Mädchen wird unter den Trümmern erdrückt. Ihre 17-jährige Schwester überlebt schwer verletzt. Die Mutter von beiden wird erst am Donnerstag gefunden. Ebenfalls tot. Thank you.
Die Aufraumarbeiten sind überall in vollem Gang und werden von allen mit einem beispiellosen Einsatz geleistet. Der Helferwille ist gross. Spontan ist aus dem Wallis Fabrik Gleis die freiwillige Feuerwehr mit entsprechendem Material zu Hilfe gekommen. Die Feuerwehr oder Zivilschutz Wilderswil-Gsteig-Wyler, Schulkinder, der Zivilschutz Bödeli und viele freiwillige Helfer aus der ganzen Schweiz leisten hier während dem Unwetter und bei den Aufraumarbeiten grosse Arbeit. Ein grosses Problem hat es beim Rauspumpen von den Kellern gegeben. Wenn der Heizöltank nicht ganz gefüllt war, kam es zu Schwimmen. Er hat die Leitungen abgerissen und das Heizöl konnte rauslaufen. Das war in vielen Kellern der Fall, weil man bei diesen hohen Erdölpreisen noch dazu gewartet mit dem Auffüllen. Das rausgepumpte Wasser-Öl-Gemisch muss mit Spezialfahrzeugen abtransportiert und als Sondermüll entsorgt werden. Ebenso alles Material, das mit dem Öl gemischt ist, in Berührung gekommen. Noch 5 cm hat es gefällt, oder wäre es gefällt? Aber nicht. Wie hoch ist etwa der Schatten, ganz grob gesehen? Das müsste jemand fragen, wo er rauskommt. Halbe Million. Halbe Million, alles zusammen. Das geht so. Zwischen Burglauen und Lütschental, im sogenannten Stauden, haben die Unmengen Wasser, die die Lütschin während dem Unwetter gebracht hat, speziell auf der Aussenseite der Schleifen, die Uferböschungen weggeschwemmt und der Hang obendran hatte keinen Halt mehr gehabt und ist in die Lütschin abgerutscht. Im Rotmoos ist die Böschung bis zur Kantonsstrasse abgerutscht. Und man hat, weil sich in der Fahrbahn schon Spalten gebildet haben, die Rotmooskurve begradigt und ca. 20 Meter nach innen verlegt. Im Staudenkehr ist ein Rutsch von etwa 70 Meter Höhe mit mehr als 100 Bäumen unrheinisch abgerutscht und muss eine immense Stauung von Lötschinen verursacht haben. Die hat dann beim Durchbrechen eine Flutwelle erzeugt, wo Schlamm, Steine, ganze Baumstämme mit samten Wurzeln gegen das Lütschental geschwemmt und dort das grosse Unheil angerichtet. Bei Kolbsalfred im Stall der Weidli
hat es den Garten weggeputzt und man musste Angst haben, dass das ganze Gehöft in die Lütsch runterrutschen könnte. Im Bachbett von Lütschinen und den Zuflüssen sowie an den Arisstellen von den verschiedenen Murgängen hat man die gefährdeten Bäume so schnell wie möglich rausräumen, damit, wenn noch einmal mehr Wasser kommen sollte, es nicht wieder ein Unglück gibt. Oberhalb am Kraftwerk der Jungfraubahn sieht man so richtig, mit welcher Kraft die Lütschine durch das Tal donnert ist und alles weggespült hat, was er in den Weg gekommen ist. Bei der Pfänglibrücke hat es nicht viel gefehlt und das ostseitige Widerlager hätte in diesen Wassermassen nicht standhalten können. Auch das Kraftwerk ist mit einem blauen Auge weggekommen. Die Lütschine hat dort gerade einen Schwenker nach rechts gemacht und dafür ob der Steg Matte unter dem Rhein fast 70 Meter Hang am Abrutschen mitsamt der Kantonsstrasse und der Bahntrasse von BAB, sodass die Schienen hoch in der Luft gegangen sind. Es ist dieser Abriss, der den Behörden zu schaffen macht. Hans-Rudi Keusen soll ihn geologisch beurteilen, damit der Weg ins abgeschnittene Grindelwald aufgehen kann. Das Bahntrasse hat die Lütschine noch stärker zerstört als die Straße. Es wird Monate dauern, bis die Touristen wieder auf der Schiene nach Grindelwald gelangen. Why should I?
Ironie vom Schicksal ist, dass ausgerechnet bei der Willkommenstafel vom Restaurant Lehmatte die viel befahrene Kantonsstrasse nach Grindelwald aufhört, weil dort die zwei Stegmattbrücken, eine historische Holzbrücke und die Strassenbrücke, eine feste Betonkonstruktion, diesen gewaltigen Wassermassen mit dem vielen Schwemmholz nicht standhalten konnten und weggespült wurden. Eine Notbrücke gewährleistet jetzt die Strassenverbindung ins Tal hinten nach Grindelwald. Getroffen hat. Es hat zum Teil eine Brücke dahinter vorgeschissen, die ist in die Luft gehangen. Es hat ausgesehen wie im Wilden Westen. Hier zu meiner Linken ist es so, dass die Böschung stark angegriffen wurde. Und da müssen wir jetzt von unten her eine Mauer hochziehen, die bis 2 Meter in den Lütschinenboden ging, dass beim nächsten Hochwasser BOB gesichert ist. Die Bagger, die wir vorne haben, die sichern jetzt dort die Galerie. Sichern. Das ist eine Baustelle, die weitergeht. Wo wir davon ausgehen, dass das bis in Jänner rein dauert. Sonst sind wir jetzt eigentlich seit dem August dran. BOB gehen wir davon aus, dass man ab nächster Woche Gleis legen kann. Jetzt kommt am Samstag noch die Brücke rein. Stichwort Samstag. Bis jetzt ist am Samstag immer gearbeitet worden. Jetzt werden die Tage auch kürzer, die Stunden werden kürzer. Aber wir werden fertig. BOB wird am 1. Dezember fahren. Merci vielmals. Ciao. Die BOB-Linie von Interlaken nach Grindelwald hat das Unwetter besonders hart getroffen. An mehr als 12 Stellen ist die Strasse beschädigt worden, zum Teil ganz weggerissen mitsamt den Schienen und den Leitungen. In mühsamer Arbeit müssen die Streckenabschnitte wieder aufgebaut werden. Und weil das Unwetter auch in der Innerschweiz viele Bahnstrecken beschädigt hat, können die Spezialisten nicht überall sein und müssen darum auch in den Nächten und an den Sonntagen die immensen Aufbauarbeiten bewältigen. Die weggerissene Kolleibrücke wird durch eine neue 16 Tonnen schwere Eisenkonstruktion ersetzt. Innerhalb 5 Wochen, 3 für das Bauen und 2 für den Korrosionsschutz, ist die Eisenbrücke in der Werkstatt von Bernhard Seiler zu Bönigen entstanden. Es ist fast nicht zu glauben, dass man eine 10 Meter Länge und 4,5 Meter breite Konstruktion in so kurzer Zeit herstellen kann. Es wird hier, wie überall bei den Aufraum- und Aufbauarbeiten, einen immensen Einsatz geleistet. Und ich möchte im Namen der Betroffenen allen, die hier mitgeholfen haben, die Schäden vom Unwetter zu beheben, mit diesem Film für ihr Engagement bedanken.